Man sieht nur mit dem Herzen gut, denn das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Das funktioniert natürlich nur, wenn das Herz intakt ist. Und das ist genau die Problematik in Deutschland. Unser Herz ist oft nicht mehr intakt. Das bedeutet, wir haben Herzstörungen und ja, mit dem Endresultat häufig, dass wir an Herz-Kreislauf-Erkrankungen sterben. Todesursache Nummer 1 in Deutschland gefolgt. Ist dann nur noch, also folgen tut dann nur noch Krebs und dann kommt erstmal lange gar nichts. Die beiden Haupttodesursachen. Was beiden gleich ist, ist, dass man, wenn man es erkennt, rechtzeitig, dass man da wirklich gut was dagegen tun kann. Und bei den Herz-Kreislauf-Erkrankungen gibt es verschiedene Symptome und das erste Symptom, worauf ihr, ich kürze es einfach mal ab, worauf ihr achten solltet, ist, wenn ihr unerklärliche Schmerzen spürt. Und dabei ist nicht nur ein Schmerz in der Brust gemeint, sondern es ist auch ein Schmerz gemeint in der Schulter, in den Armen, und in der Brust. Das heißt, nicht nur die Brust und wo man das Herz vermutet, die meisten vermuten, dass das Herz hier rechts ist, dabei ist es eher so ein bisschen eher in der Mitte, deutet auf eventuell Herzprobleme hin, sondern tatsächlich auch die Schulter und die Arme. Und dann möchte ich noch ein was nennen, das habe ich in der Literatur herausgefunden und das finde ich sehr, sehr bedeutsam, weil das habe ich, finde ich, nicht sehr häufig, aber ganz häufig werden auch Kieferschmerzen als ein erstes Anzeichen von Herzproblemen gesehen. Und das ist insofern ziemlich bedeutsam, weil Kieferschmerzen ganz häufig keiner überhaupt nicht zugeordnet werden kann. Der Zahnarzt oder der Kieferchirurg sagt, ist alles in Ordnung. Der Neurologe sagt, neurologisch ist alles in Ordnung. Aber man kommt dann nicht dahinter, dass das tatsächlich Herz-Kreislauf-Probleme sind. Denn wie entstehen denn Herz-Kreislauf-Probleme oder was steht dahinter? Und das ist ganz einfach. Wir haben, ja, unser Blut läuft ja die ganze Zeit. So, und das sind unsere Arterien. Und irgendwann, wenn wir uns entsprechend ernähren oder wenn wir andere Probleme haben, ich komme da noch dazu, verengen sich unsere Arterien. Und dadurch ja, kommt weniger Blut durch die Arterien. Was bedeutet das? Das Herz muss härter arbeiten. Das Herz muss sich mehr anstrengen. Und ja, und dann kommt es eben dazu, dass es nicht wie gewohnt seinen Gang geht, so ganz im Körper, sondern dass eben die Problematik existiert, dass dann ja, das Herz über die Maßen arbeitet und dadurch das Herzversagen irgendwann dann kommen wird. Das ist bei Arterienerkrankungen eigentlich, ja, wie wir in unserer Todesstatistik sehen, leider immer der Fall. Und deswegen ganz wichtig, dass ihr, wenn ihr Schmerzen habt, die unerklärlich sind und vor allem, und da kommen wir zu zwei Unterpunkten, die auch sehr, sehr wichtig sind. Also zum einen, wenn diese unerklärlichen Schmerzen mit Aktivität einhergehen. Das heißt, wenn die Aktivität nach oben geht und die Schmerzen auch, aber es jetzt nicht vom Chirurg oder vom Sportmediziner ersichtlich, warum das so ist, dass es dann ein Herzproblem sein kann. Das ist das eine. Und zum anderen, dass wenn ihr mehrere Symptome gleichzeitig habt von diesen, wo ihr Schmerzen habt, das heißt eure Schulter tut weh und eure Kiefer tut weh und ihr wisst gar nicht, woher das kommt, dann sind Herzprobleme ein großer oder eine Möglichkeit, die ihr abchecken sollen, die ihr abchecken solltet und das dann entsprechend ja, beim Kardiologen. Gut, kommen wir zum zweiten Punkt. Also das ist der erste Punkt, der wirklich sehr, sehr wichtig ist. Hier, dass der zweite Punkt ist, wenn ihr geschwollene Füße und Knöchel habt. Und auch das wieder, wenn er ganz normal zum Arzt geht, der sich das so richtig gar nicht erklären lassen, erklären kann. Macht dann mal einen Test und zwar den sogenannten Drucktest. Drückt, wenn ihr geschwollene Füße oder geschwollene Knöchel habt, drückt mal darauf und schaut, inwieweit das wieder zurückgeht oder ob die Vertiefung tatsächlich existiert, also existieren bleibt, das nicht so schnell zurückgeht. Sollte es so sein, dass die Vertiefung bleibt,
Auch da habt ihr wieder ein gutes Zeichen dafür, dass ihr eventuell Herzprobleme haben könnt. Eine ganz, ganz wichtige Sache. Ja, kommen wir zum nächsten. Eine Sache, bloß die möchte ich dann gleich relativieren, aber ich muss sie trotzdem mit aufschreiben. Das ist die Ermüdung. Die Ermüdung kann sehr, sehr viele Ursachen haben. Das fängt bei Autoimmunerkrankungen an, wie ich auch eine habe, Hashimoto, und endet bei nicht ausreichend Schlaf, das ist ganz profan. Es muss nicht Herzprobleme sein, aber ihr solltet, gerade wenn jetzt viele Sachen auch noch zusammenkommen von denen, die ich euch nennen werde, dann solltet ihr, wenn dann auch noch Ermüdung eine Rolle spielt oder Ermüdung in eurem Leben ist, da einen besonderen Fokus drauf haben, dass diese Ermüdung assoziiert ist, vielleicht mit Herzproblemen. Also deshalb schreibe ich das auf, auch wenn ich mir bewusst bin, dass Ermüdung ganz häufig auch andere Ursachen haben kann. Und dann kommen wir zum nächsten, und das ist die Kurzatmigkeit. Also Kurzatmigkeit bedeutet, dass wenn ihr sehr, sehr geringe Belastungen habt, dass ihr ja dann sehr schnell atmen müsst. Obwohl das bisher in eurem Leben nicht der Fall gewesen ist. Das ist auch ein Zeichen dafür, dass ihr nicht so leistungsfähig seid, und Leistungsfähigkeit ist eben auch immer mit dem Herzen assoziiert. Ja, und last but not least, das, was wahrscheinlich alle auch schon gewusst hätten und wo alle sagen, ja, das verstehe ich, das ist so, ist das Herzklopfen. Allerdings auch da wieder der Hinweis, Herzklopfen kann auch entstehen durch Angst. Wenn ihr Angst habt, euren Job zu verlieren, Angst, den Partner zu verlieren, multiple Phobien habt, also generell viele Ängste habt, dann kann das Herzklopfen auch daher rühren. Das heißt, nicht weil ihr jetzt Herzklopfen habt, habt ihr automatisch Herzprobleme. Da möchte ich nämlich präventiv die Menschen, die generell chronisch unter, also Hypochonder, oder der Angst leiden, krank zu sein, gleich den Wind aus dem Segel nehmen. Nur weil ihr Herzklopfen habt, heißt das nicht, dass euer Herz ein Problem habt. Gerade dann, wenn ihr generell euch Sorgen um eure Gesundheit macht. Also so ein Kreislauf, ne? Und mein Herz klopft. Mein Herz bestimmt nicht in Ordnung. Oder, und das Herz klopft dann weiter, weil man Angst hat, dass sein Herz nicht in Ordnung sein könnte. Also das Herzklopfen ist ja halt so ein, oftmals so ein Angstkreislauf, ne? Und da bitte auch wirklich aufpassen. Ein zweiter Punkt, warum Herzklopfen auch eine Rolle spielen kann, ist, wenn ihr Koffein zu euch nehmt. Das heißt, wenn ihr Cola, Kaffee, alle die Koffeinsorten zu euch nehmt oder die Koffein, wo Koffein drin ist, was sehr, sehr schnell vom Körper verarbeitet werden kann, dann könnt ihr auch, kann es auch zu Herzklopfen kommen. Ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, ich habe früher sehr viel Cola getrunken und da kam auch immer das Herzklopfen, und ja, seitdem ich auf Guarana umgeschwenkt bin, muss ich sagen, habe ich das überhaupt nicht mehr. Habe die positiven Seiten vom Koffein, aber nicht nur die negativen Seiten wie das Herzklopfen. Weil bei Guarana wird es langsam aus der Pflanzenfaser herausgenommen vom Körper, so viel er verarbeiten kann. Und wenn ihr das, ihr könnt auch Koffein übrigens kaufen als kleines Pulver bei Amazon, und da ja, flutet es auch total schnell an dem Körper und dann habt ihr auch Herzklopfen. Aber bei Guarana ist halt das Tolle, dass es eben nicht so wirkt. Ich verlinke euch mal das Guarana, was ich seit, ja, seit 5-6 Jahren erfolgreich nutze und wirklich eines, eigentlich das Pulver, auf das ich auf keinen Fall verzichten werde, weil es nur positive Effekte in meinem Leben hatte. So. Also Koffein auch mit Herzklopfen verbunden, da also ein bisschen aufpassen. Ja, das sind so Sachen, wo ihr wirklich mal schauen könnt, wenn, gerade wenn das unerklärlich ist, dass ihr, also wenn das von anderen Ärzten, sei es jetzt Kieferprobleme, das kann nicht abgeklärt werden vom Kieferchirurg oder andere Sachen, dass ihr sagt, okay, das Herz könnte ein Problem haben. Wenn das jetzt nicht zu dramatisch ist und ihr ja nicht zum Arzt gehen wollt, aufgrund zum Beispiel des Zusammenhangs, dass der Arzt euch eine Krankheit diagnostiziert und ihr dadurch erst wirklich euch krank fühlt, vorher hattet ihr nur Bedenken, dann ja, könnt ihr, wenn ihr euch des Risikos bewusst seid, das muss ich dazu sagen, je nachdem, man schätzt es ja immer falsch ein, ja, euch quasi selbst behandeln oder euren Herz was Gutes tun. Das könnt ihr als Behandlung natürlich tun und das könnt ihr auch präventiv tun. Und das, ja, was ihr sozusagen dann tun könnt, um dem Herzen etwas Gutes zu tun,
Ja, muss ich, glaube ich, nicht sagen, oder? Ach, ich mach einfach mal. Eine Pflanze. Und zwei Augen und einen Mund, wo die Pflanze reinkommt. Pflanzliche Ernährung, ne? Nachgewiesenermaßen schützt das vor Arterienverkalkung und ist einfach, ja, für euer Herz so das Beste, was ihr tun könnt. Da gibt es ein Buch, was richtig, richtig geil ist, was diese Thematik im Detail wirklich nur das als, ja, Thema hat. Das nennt sich Essen gegen Herzinfarkt. Und da werdet ihr sehr, sehr viele interessante Informationen finden und sehr viele Zusammenhänge aus der Praxis von einem praktizierenden Arzt, der tatsächlich, ja, Erfolge verzeichnet, die mit allen möglichen Behandlungsmethoden, die wir kennen und die unserer modernen Medizin zugerechnet werden, ja, die diese in Schatten stellt. Und letztlich, die Kernessenz ist halt einfach pflanzliche Ernährung. Aber übertreibt das nicht mit dieser pflanzlichen Ernährung in Bezug auf diesen Dogmatismus 100%, weil dann kann Stress entstehen und Stress wiederum, ich hatte dazu schon mal ein Video gemacht, kann eben auch zu Herzproblemen führen. Also pflanzliche Ernährung ja, Stress nein. Ganz wichtig. Gut, das heute mal als kleine Inspiration für die Menschen, als kleiner Wissensfundus, um einfach auch vielleicht Menschen, wenn es nicht einen selber betrifft, aber Menschen aus seinem Umfeld, die unter Problemen leiden, die nicht so richtig erklärlich sind, dass da vielleicht Herzprobleme eine Rolle spielen könnten und natürlich eben auch Prävention und ja, auch was man dann tun kann als Information hinterher geschickt. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns morgen wieder, euer Christian. Tschüss. Morgen!